Hallo und willkommen zurück zu Golden Sun. Wir sollen zu Barbie gehen. Nicht der heißen Blondine, sondern zu einem anderen Barbie. Der Herrscher von hier. Quasi. Ist auch so. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo der ist. Von da sind wir gerade gekommen. Na, hier bestimmt die Treppe hoch. Ganz genau. Ich habe auf dich und deine Freunde gewartet, Isaac. Ich habe dich hier erwartet, weil ich mit dir reden muss. Es lässt sich nicht gut sprechen, wenn du so weit weg stehst. Komm hierher. Na klar. Die Kämpfe bei Colosso waren spektakulär. Es war äußerst befriedigend zu sehen, wie Barbies Favorit von den anderen die Show weggestohlen hat. Iodem, bring ihm die Siegerprämie. Jawohl, Sir, sofort. Isaac erhält Köderkappe. Übrigens, Isaac, geht es dir jetzt besser? Ja. Ah, die selbstheilenden Kräfte der Jugend und das nach einem so schweren Kampf. Wer hätte von den Kriegern, die mich gerettet haben, schon weniger erwartet? Genug der Schmeicheleien. Kommen wir zum Punkt. Warum wurden wir gerufen? Welch Unverschämtheit. Was erlaubst du dir, so mit Barbie zu sprechen? Lass nur hier dem richten nicht zu voreilig. Wie sagtest du, wirst du genannt? Er spricht mit dir, Garrett. Genau, Garrett. Wir werden alles erklären. Wir haben beabsichtigt, dir und deinen Freunden für die Rettung Barbies zu danken. Aber es scheint, als wäre Dankbarkeit nicht genug. Ich habe Iodem über alles unterrichtet. Was meint ihr mit alles? Ihr wünscht doch, mehr über Lemuria zu erfahren, oder? Ja. Ja, in der Tat. Euer Verlangen strahlt so hell wie der junge Tag. Ich habe zum ersten Mal Psi-Energie gesehen. Es ist eine unfassbare Kraft. Ich habe meinen Tarnball benutzt, um ihm Psi-Energie zu demonstrieren. Niemand sonst konnte es sehen, aber ich wusste, dass während des Turniers etwas Eigenartiges von Isaac ausging. Es war ungewöhnlich, dass eine solche Kraft im Kampf eingesetzt würde. Das muss dir nicht peinlich sein, Isaac. Auch Psi-Energie ist die Kraft eines Kriegers. Ich war schockiert, als ich zum ersten Mal von euren Kräften erfuhr. Ich dachte, ihr wärt Lemurianer. Ihr habt nun Lemurianer schon mehrmals erwähnt, Barbie. Was genau ist es? Es ist die Stadt einer uralten Zivilisation, weit draußen auf der See. Vor vielen Jahren, etwa zur Zeit der großen Flut, reiste Barbie nach Lemuria. Also hat er jetzt gesagt. Ich verstehe. Die große Flut ereignete sich, als ich mit Lunpa unterwegs war. Lunpa? Ihr meint Lunpa den Dieb? Ich weiß, es ist schwer zu glauben, denn das alles geschah vor Hunderten von Jahren. Wollt ihr sagen, die Gerüchte über euch sind wahr? Crayden erwähnte einst den Stein der Weisen. Harry Potter, glaubst du, es hat was damit zu tun? Bestimmt. Der Stein, der Unsterblichkeit verleiht, kommt also aus Lemuria. Ihr wisst also auch vom Stein der Weisen? Ich befürchte aber, dass ich ihn nicht habe. Es ist der lemurianische Trank, der mich so lange leben ließ. Der lemurianische Trank?
Es ist ein magischer Trank, den einst die Bewohner von Lemuria zu sich nahmen. Und allein sein Genuss stoppt den Alterungsprozess? Kann er das bewirken? Präziser gesagt, verlangsamt er den Alterungsprozess. In Lemuria ist der Tod sehr wohl bekannt. Doch besucht er nur jene, deren Sinne nach Jahrhunderten der Nutzung versagen. Benutzte das Volk von Lemuria Psi-Energie, so wie wir es tun? Ihr habt diesen Trank, Barbie, daher konntet ihr so lange leben. Und reich genug werden, um Tolbi zu regieren. Worauf willst du hinaus? Worin liegt die Absicht, jeden die Alchemie studieren zu lassen? So langsam frage ich mich das auch. Was hofft ihr zu erreichen, Barbie? Hätte ich wahre Unsterblichkeit erlangt, gäbe es keinen Grund für diese Forschungen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe. Ich hatte diesen kostbaren Trank, doch langsam geht er mir aus. Ihr habt es alle gesehen, es war nur noch wenig davon in der Höhle. Wie lange reicht er noch und was geschieht, wenn er aufgebraucht ist? Er kann jeden Tag zu Ende gehen, dann hat auch mein Leben ein Ende. Warum habt ihr uns das nicht früher gesagt? Wir müssen so schnell wie möglich nach Lemuria. Es ist sinnlos. Was in aller Welt meint ihr mit sinnlos? Wir können Lemuria nicht finden. Aber ihr sagtet doch eben, es läge weit draußen auf der See. Wenn wir das Meer absuchen, werden wir es sicher finden. Ich habe schon so viele Schiffe auf der Suche nach Lemuria geschickt. Es muss gewesen sein, lange bevor ich bei euch war. Dennoch, habt ihr versagt? Ich brauchte mehr von dem lemurianischen Trank, aber ich konnte Lemuria nicht finden. Warum hattet ihr den Zusammenbruch in der Höhle, wenn ihr doch noch genug von dem Trank hattet? Ich habe ihn rationiert, aber diesmal habe ich zu viel Zeit zwischen den Einnahmen verstreichen lassen. Ihr habt versucht, ihn länger zu bewahren. Ich habe mich so bemüht, Lemuria zu finden, bevor der Trank ausgeht. Und der Grund, warum ihr uns sprechen wolltet, hat mit Lemuria zu tun? Genau, ich will, dass ihr Lemuria findet. Ich kann Lemuria nicht vom Wasser aus finden, vielleicht aber von der Luft aus. Luft? Ich kann es nicht länger verbergen. Ich lasse den Leuchtturm errichten, um nach Lemuria Ausschau zu halten. Wie? Aus diesem Grund lasst ihr den Leuchtturm bauen? Nein, das ist noch nicht alles. Wir haben im Ozean südöstlich des Leuchtturms etwas erspäht, genau an der Stelle, an der wir Lemuria vermuten. Ohne Zweifel etwas Gefährliches. Was ist es? Etwa Monster? Mit denen können wir schon fertig werden. Das mag schon sein. Wie auch immer, da ist etwas, das mir größere Sorgen bereitet. Was ist es, my Lord? Kein Seemann war in der Lage, auf dem Meer seinen Kurs zu halten. Ihr scherzt. Ihr meint, sie könnten nicht einmal geradeaus fahren? Ist da etwas, das die Entfernung oder Richtung verzerrt oder so? Die Strömung dort kann den Kurs eines Schiffes stark beeinflussen. Also wird der Leuchtturm ein Orientierungspunkt für die Schiffe sein. Wie gelang es euch, nach der Flut Lemuria wieder zu verlassen, Barbie? Das ist es ja, Garrett. Ich habe das Meer auf einem lemurianischen Schiff überquert. Ich hege die Hoffnung, dass ihr es steuern könnt.
Aber warum wir, wenn euch doch so viele starke Soldaten zur Verfügung stehen? Keiner von ihnen verfügt über die Macht der Psi-Energie. Man muss also über Psi-Energie verfügen, um das Schiff steuern zu können. Das würde bedeuten, dass Barbie ein Adept ist, nicht wahr? So muss es sein. Keine normale Person könnte den Tarnball benutzen. Während meines Aufenthaltes in Lemuria habe ich ein wenig Psi-Energie gemeistert. Mit dem bisschen, was ich gelernt habe, konnte ich das Schiff steuern. In diesem Falle könnte ich das Schiff vielleicht segeln. Nein, es muss ein Adept sein. Was sollen wir tun, Isaac? Wirst du tun, was er verlangt? Wenn ihr meine Bitte nachkommt, werde ich euch jeden Wunsch erfüllen. Man sollte keine Versprechen geben, die man vielleicht nicht halten kann. Ich habe in letzter Zeit nicht einmal meine eigenen Wünsche bedacht. In diesem Fall könnte ich euch mit einem Füllhorn an Dingen versorgen, die ihr sicher sehr nützlich finden werdet. Barbies Angebot ist sehr großzügig. Ihr werdet es doch in Betracht ziehen, zu gehen, oder? Ja. Isaac, wir müssen vor Felix und den anderen am Leuchtturm sein. Der Leuchtturm? Meint ihr den Venus-Leuchtturm? Es scheint, als könnten wir unsere Ziele auf dem gleichen Pfad erreichen. Auch ich muss zum Venus-Leuchtturm. Aber wir können nicht zur Spitze des Venus-Leuchtturms gelangen, oder? Diese Adepten können vielleicht das Rätsel lösen, das uns den Weg versperrt. Ah, ich verstehe. Dieser Gedanke kam mir noch nicht in den Sinn. Isaac, geh mit Iodem zum Venus-Leuchtturm. Keine Sorge, ihr könnt euch zuerst um eure Angelegenheiten kümmern. Ich verstehe, wenn sie das Rätsel des Leuchtturms lösen können, erfüllen sich dadurch auch unsere Wünsche. Dann können wir also nach dem Lemuria suchen, nachdem sie ihren eigenen Auftrag erfüllt haben. Ist das annehmbar? Ja. Ah, ihr werdet meine Bitte also erfüllen. Ich bin euch sehr dankbar. Auf jeden Fall werdet ihr meinen Beistand brauchen, um den Leuchtturm zu erreichen. Ich werde alle Vorbereitungen treffen, damit ich jederzeit für die Abreise bereit bin. Ich gehe nun, um alle Vorbereitungen zu treffen. Dann könnt ihr euch alle an der Passage von Gondovan treffen. Eine brillante Idee. Noch etwas, ich möchte, dass du dir eine passende Belohnung überlegst. Ja, ich werde mich auch darum kümmern. Ich werde auf euch an der Passage warten. Na dann. Eure erste Aufgabe sind die Rätsel des Venus-Leuchtturms. Ich zähle auf euch. Ha. Gut, wir können endlich wieder steuern. Tut mir leid, dass der Part jetzt so ist, aber das war eben nur ein Erzählpart, quasi. Köderkappe erhöht Zufallsbegegnungen. Wir hatten am meisten Verteidigung. Mia, aha. Ja, machen wir. Ist kein Problem, ist kein Problem. So, ja. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen noch schnell hier raus. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Mal schauen, was wir dann machen werden. Also, bis dann. Ciao, ciao.